Was du tun kannst, wenn dein Hund auf deine Signale nicht reagiert. In diesem Video möchte ich dir verraten, wie du damit umgehen kannst, wenn du deinem Hund ein Signal gibst und er aber darauf keine Reaktion zeigt. Das ist enorm wichtig, damit ihr im Alltag und im Training vorankommt. Du kennst solche Situationen bestimmt auch. Du bist mit deinem Hund spazieren, er läuft frei, es kommt dir ein Jogger entgegen und dein Hund schnüffelt gerade an einer Schnüffelstelle, ganz interessiert. Du möchtest ihn zu dir rufen, gibst ihm sein Signal, doch dein Hund reagiert einfach nicht. Er macht einfach sein Ding weiter. In dir kommt jetzt wahrscheinlich Ärger hoch und auch Frust, denn sonst klappt es ja immer, doch jetzt auf einmal reagiert dein Hund nicht. Doch jetzt verärgert und gefrustet zu sein, bringt euch absolut nicht weiter. Denk immer daran, dein Hund hat immer einen Grund, warum er ein Verhalten zeigt oder eben nicht, oder warum er genau das Gegenteil von dem tut, was du eigentlich von ihm möchtest. Er tut es garantiert nicht, um dich zu ärgern oder um dich zu dominieren. Nein, ganz im Gegenteil. Dein Hund tut etwas, weil es sich für ihn lohnt, weil die Konsequenz, die nach seinem Verhalten kommt, das ist, was er gerne möchte, was ihm gut tut. Zu unserem Beispiel zurück. Dein Hund schnüffelt sich also an dieser Schnüffelstelle fest. Du rufst ihn ab. Dein Hund entscheidet nun binnen Sekunden in seinem Hirn, ob es sich lohnt, zu dir zu kommen oder ob er nicht weiter an seiner Schnüffelstelle bleiben soll. In seinem Kopf findet in etwa so eine Abwägung statt. Bleibe ich bei der Schnüffelstelle? Fühlt sich das gut an? Mein Bedürfnis nach Schnüffeln wird befriedigt. Komme ich zu meinem Menschen zurück? Reagiere ich also auf sein Rufen? Muss ich von der Schnüffelstelle, die mir gerade so wichtig ist, die mein Bedürfnis nach Schnüffeln befriedigt, weggehen? Und bei meinem Mensch bekomme ich vielleicht nur ein kleines Stimmlob, also überhaupt nicht das, was er haben möchte. Dein Hund wägt also ab, was für ihn lohnenswerter ist. Und das ist ein ganz normales Verhalten. Das tun nicht nur Hunde, das machen auch wir Menschen, das machen Pferde, das macht jedes Lebewesen. Jedes Lebewesen wägt ab, ob das, was es jetzt tut, für es lohnt, ob es ihm was bringt oder aber, wenn es etwas sein lässt, ob es dann etwas Unangenehmem entgehen kann. So ist das Prinzip. Doch was kannst du nun tun, damit dein Hund auch bei solch interessanten Sachen auf dich reagiert? Und hier ist mein Tipp 1. Überprüfe deine Belohnungen. Hunde lernen an Konsequenzen. Dein Hund zeigt ein Verhalten, weil die Konsequenz, die nachfolgt, sich für ihn lohnt. Oder aber er lässt etwas sein, weil er etwas Unangenehmes vermeiden möchte. Das ist das Prinzip. So lernen Hunde. Und genau dieses Prinzip können wir uns zunutze machen. Möchte dein Hund also zu einer Schnüffelstelle und du rufst ihn ab und er reagiert, dann belohne ihn doch damit, dass du ihn wieder zu der Schnüffelstelle hinschickst. Oder aber mach ein anderes Schnüffelspiel mit ihm. Also etwas, was er wirklich genau möchte. Versuche deinen Hund abwechslungsreich zu belohnen. Und wenn möglich mit dem, was er eh gerne tun möchte. Möchte er schnüffeln? Dann schicke ihn zum Schnüffeln. Lass ihn etwas suchen. Möchte er rennen? Dann biete ihm Möglichkeiten zum Rennen. Möchte er ins Wasser und er reagiert trotzdem auf dich? Dann schick ihn zur Belohnung ins Wasser. Natürlich immer nur im Rahmen deiner Möglichkeiten. Erstelle eine kunterbunte Belohnungsliste für deinen Hund und werde kreativ. Wenn du Anregungen hierzu suchst, in der Beschreibung unten habe ich einen Link für dich, wo du noch einmal ein bisschen stöbern kannst und dir Anregungen für unterschiedliche Belohnungen holen kannst. Und schon sind wir bei Tipp Nummer 2. Überprüfe dein Training an Ablenkungen. Hast du die Signale, die du von deinem Hund verlangst, wirklich Stück für Stück aufgebaut? Kleinschrittig Ablenkungen integriert? Oft ist das nicht so. Wir bringen unseren Hund oft ein Signal bei
und erwarten dann innerhalb kurzer Zeit, dass er das in jeder x-beliebigen Situation zeigen kann. Doch Hunde generalisieren sehr schlecht, heißt, sie verbinden ein Signal ganz schwer mit verschiedenen Situationen. Das stellt an dich die Aufgabe, dass du deinem Hund immer wieder das Signal an verschiedenen Orten zeigen und erklären musst, damit er es überall versteht und weiß, dass er es überall zeigen soll. Ich erstelle für meine Hunde hier immer eine Ablenkungsliste und unterteile diese Liste in drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Stufe 1 ist der Kindergarten, Stufe 2 die Schule und Stufe 3 ist das Studium. Nun schreibe ich kunterbunt einfach auf einen Zettel alle möglichen Ablenkungen, die mir einfallen. Egal, ob sie jetzt schwer sind oder leicht. Einfach, was mir einfällt. Und erst dann sortiere ich sie in diese drei verschiedenen Schwierigkeitskategorien. Und dann kann das Training beginnen. Ich beginne erst bei Stufe 1, beim Kindergarten. Und nun, wenn ich alles durchgearbeitet habe, wenn ich mir sicher bin, dass der Rückruf bei allen Schwierigkeiten der Stufe 1 klappt, dann erst gehe ich zu Stufe 2. Und wenn das hier klappt, dann zu Stufe 3. So baue ich das Training wirklich strukturiert und kleinschrittig auf. Ich überfordere meinen Hund nicht und ich werde auch nicht unfair. Denn ich kann nicht erwarten, wenn ich erst bei Stufe 1 bin, dass mein Hund auch schon auf Stufe 3 Ablenkungen reagiert. Also, überdenke nochmal, ob du die Signale wirklich sauber aufgebaut hast und wenn nicht, dann hole das einfach nach. Und dann sind wir schon bei meinem letzten Tipp. Achte auf deine Körpersprache. Wenn wir unseren Hunden ein Signal geben, sagt unser Körper oft etwas anderes wie unser Mund. Als Beispiel, wenn wir unseren Hund zurückrufen, sagen wir zum Beispiel hier als Wortsignal. Unser Körper beugt sich aber oft frontal nach vorne. Manchmal haben wir schon die Leine in der Hand oder laufen direkt auf unseren Hund zu. Das heißt, unser Wortsignal sagt, komm her. Unser Körper sagt aber, geh weg. Das ist für unseren Hund nicht einfach und er weiß dann nicht, wie er darauf reagieren soll. Oft reagiert der Hund dann so darauf, dass er langsamer herkommt in Bögen oder nochmal links und rechts schnüffelt. Er beschwichtigt. Also, guck wirklich nochmal darüber, wenn du ein Signal gibst, ob du es deinem Hund auch wirklich möglich machst, dass er darauf reagieren kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Training mit deinem Hund.